Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Krypto Deutschland. In diesem Video werden wir uns VeChain anschauen. Und zwar hatte ich ja vor ein paar Tagen schon ein VeChain Update gebracht und aktuell hat sich jetzt wieder viel getan. Und zwar sind wir jetzt extrem abgestürzt. Also was heißt extrem? Wir sind hier ein gutes Stück von diesem Punkt hier oben runtergegangen, hatten jetzt hier an dieser Stelle ein Triple Top Pattern, was natürlich sehr bearish ist, hatten wir auch mal ganz am Anfang bei Yuan Finance, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Auf jeden Fall möchte ich in diesem Video ganz genau darauf eingehen, was ich jetzt für VeChain erwarte, auf welche Preisziele ich jetzt in den nächsten Tagen spekuliere. Und wenn euch das Video hier gefällt, drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben, hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Wer von mir in einem 1:1 Coaching lernen möchte, wie man die Kurse so analysiert, geht mal auf meine Webseite krypto-deutschland.de, krypto mit C geschrieben, könnt einfach auf den zweiten Link in der Videobeschreibung klicken. Dort kommt ihr zu meiner Webseite, tragt euch dort einfach für ein kostenloses Erstgespräch ein, damit ich euch ganz genau zeigen kann, wie man professionelle Kryptowährungen analysiert. Und wer von mir meine Trades einfach 1:1 kopieren möchte, klickt auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kommt ihr zu meiner VIP-Patreon-Gruppe, wo ich 1:1 meine Trades reinschicke, dass ihr die einfach kopieren könnt. Und hier nochmal vorab, ich kann euch natürlich auf die Analysen hier keine Garantie geben. Ich bin kein Anlageberater. Ich äußere hier jeglich meine persönliche Meinung auf, gestützt natürlich auf der technischen Analyse. Und genau, jetzt fangen wir mal direkt an hier mit VeChain. Und zwar hatte ich euch ja hier schon dieses Dreieck gezeigt, wo ich hier ein Long-Term-Trade eröffnet habe. Hier bin ich, um ehrlich zu sein, jetzt auch rausgegangen, weil ich hier auch genau befürchtet habe, dass wir jetzt hier weiter abstürzen. Bin dann, als wir die 20er EMA nicht halten konnten, wir konnten die zuerst halten, werde ich auch gleich nochmal ganz genau drauf eingehen, bin ich dann aus diesem Trade rausgegangen mit, ich glaube, um die 1000% genau war das an Profit, was ich da noch rausholen konnte. Ich hatte den da eröffnet. Und ja, irgendwie 800, ich habe mit einem 10er Hebel getradet, ungefähr 900%. Ich war auch schon vorher im Trade, hatte wieder nachgezahlt. Also 900% ungefähr habe ich mit diesem Trade gemacht. Hatte ich auch auf YouTube gezeigt, dass ich ganz genau an dieser Stelle einen Long-Term-Trade eröffnen werde. Und dann ist ja VeChain ganz genau wie erwartet extrem krass explodiert. Hatte dann hier oben, wie gesagt, dann die Resistance gefunden, wo wir hier dreimal nicht durchgekommen sind. Haben hier einen Triple Top gebildet, sind dadurch abgestürzt. Hatten hier auch quasi, wie man das jetzt, man erkennt es zwar jetzt nicht so gut, aber hatten hier noch ein Triangle Pattern. Sorry, dass das jetzt hier so schlecht eingezeichnet ist, aber ich habe hier meine anderen Zeichnungen noch drin, auf die ich mich ja auch gerne fokussieren möchte. Hatten hier, wie gesagt, dieses Triangle Pattern, was dann hier, wie erwartet, nach unten ausgebrochen ist. Und deshalb sah das jetzt hier in der ersten Linie sehr bearish aus, worauf ich natürlich gehofft habe. Da hätte ich auch meinen Trade weiterhin offen gelassen, dass wir hier auf der 20er EMA Support finden. Wir haben hier erst auch sehr starken Support gefunden, sind direkt wieder hoch. Und hier hatte ich sogar die Hoffnung, okay, wir sehen jetzt wieder steigende Kurse. Leider sind wir dann hier mit massivem Volumen runtergebrochen. Als wir dann hier die gelbe Linie gebrochen haben, hier haben wir auch mehrmals Support gefunden, sind jetzt auch wieder über der gelben Linie. Aber als wir dann hier die gelbe Linie gebrochen haben, bin ich dann auch aus meinem Long-Term-Trade herausgegangen, um mir einfach Profite zu sichern. Und natürlich ist das ein bisschen ärgerlich, weil hier hatten wir, wie gesagt, einen sehr starken Support-Bereich. Den hatte ich euch ja auch vorher eingezeichnet. Könnt ihr auch gerne in meinen anderen Videos gucken, weil manche sagen ja auch, hey, du zeichnest ja die Linie so, wie du willst. Nee, könnt ihr gerne gucken, die Linie war hier auch schon in den anderen Videos ganz genau so drin und wie gesagt, das war auch sehr wahrscheinlich, dass wir da Support finden an diesen Stellen, hatte ich ja wie gesagt auch schon vorher hier eingezeichnet und wenn ihr wissen wollt, wie man die Linien richtig zeichnet, um dadurch dann auch Trading-Profite zu erzielen, also dass ihr ganz genau wisst, wenn der Kurs abstürzt, der fällt auf die Linie oder wenn er hochgeht, geht er in den Bereich, hier mit beispielsweise den Preiszielen, die wir hier auch oft perfekt treffen, dann geht mal auf den zweiten Link in der Videobeschreibung. Dort kommt ihr zu meinem Trading und Krypto-Coaching, wo ich euch das ganz genau beibringe. Auf jeden Fall würde ich jetzt hier bei VeChain, ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir hier Support gefunden haben. Im Gegensatz zu BitTorrent oder anderen Coins sind wir hier immer noch knapp unterhalb der 20er EMA. Bei den anderen Coins liegen wir ja schon hier an der 100er EMA, was sehr bearish ist. Das heißt, VeChain performt aktuell noch sehr gut. Hier, wie gesagt, habe ich euch auch gesagt, dass ich hier erstmal mit einer heftigeren Korrektur rechne, da haben wir ja auch die Korrektur bekommen, wir müssen uns jetzt hier auf jeden Fall fangen und ein bullisches Pattern formen, was jetzt natürlich hier erstmal schwer wird, weil wir hier von oben nach unten in dieses Pattern reinkommen und das dann natürlich auch ein bearishes Continuation Pattern sein kann, was uns hier direkt auf die 100er EMA befördern könnte. Und wenn wir uns das mal angucken, haben wir hier auch noch eine Supportbox, die ziehe ich auch mal länger. Frage jetzt natürlich, woher kommt diese Supportbox? Die kommt hier von diesen beiden Stellen und die ist ja, wenn wir jetzt mal bedenken, dass die 100er EMA ja noch ein bisschen steigen wird, bis der Kurs hier unten ankommen würde, würde das hier perfekt passen, dass wir hier runterfallen. Der nächste Stop, wie gesagt, wir haben hier fast auf der 50er EMA
perfekt Support gefunden hier bei dem Absturz. Und der nächste Stop wäre dann hier die gelbe Linie gewesen. Warum hier die gelbe Linie? Weil wir hier einmal durchgebrochen sind und weil wir hier den Widerstand hatten. Deshalb da die gelbe Linie, dient uns hier als sehr, sehr wichtiger Support noch, wo wir erst auch mal durchbrechen müssen. Das werden wir aber tun, sobald wir die 50er EMA brechen. Das heißt, was ich aktuell jetzt bei VeChain mache und auf den Preisziel erwartet, bearischen Preisziel, habe ich euch ja gerade gezeigt. Wenn wir wieder höhere Kurse sehen wollen, müssen wir unbedingt über die 20er EMA kommen. Solange wir uns unterhalb der 20er EMA befinden, sind wir halt einfach bearish. Auf den kurzen Timeframe, auf dem langen Timeframe sind wir noch bullish. Das hatte ich mir eben auch schon mal angeguckt. Und zwar, wenn wir uns die EMA Ribbon angucken, liegen wir aktuell oberhalb der EMA Ribbon, was natürlich ein Indikator dafür ist, dass wir weiterhin bullish sind. Wir haben auch die EMA Ribbon nicht bis ganz unten durchgetestet, was auch sehr bullish ist. Zum Beispiel hier sind wir ja sogar einmal ganz kurz durchgekommen. Das ist jetzt hier nicht passiert. Das heißt, hier unten wäre perfekter Einstiegspunkt gewesen. Und ich rechne jetzt einfach hier wieder, dass wir den Aufwärtstrend auf dem langen Timeframe fortsetzen. Im kurzen Timeframe, also auf den 1- und 4-Stunden-Kerzen, würde es aktuell erstmal ein wenig bearish aussehen. Passiert natürlich, wir sind hier auf dem 4-Stunden-Chart, wie gesagt, bearish, weil wir unterhalb der EMA Ribbon liegen. Aber das ist auch aktuell nicht allzu schlimm. Wir haben jetzt, wie gesagt, hier sehr guten Support gefunden. Und das sollte uns jetzt hoffentlich erstmal reichen, die 20er EMA wieder nachhaltig zu durchbrechen. Wichtig ist, dass wir auch jetzt wieder oberhalb dieser gelben Linie liegen, was natürlich auch für uns essentiell ist. Das heißt, ich persönlich rechne jetzt erstmal wieder mit steigenden Kursen. Es sei denn, wir werden die gelbe Linie brechen, dann werden wir deutlich tiefere Kurse sehen. Wenn wir die gelbe Linie halten, dann werden wir natürlich steigende Kurse sehen, was auch realistisch ist, wie gesagt, dass wir aktuell fallen. Ne? Ich bin da auch ehrlich zu euch, es kann auch durchaus passieren, oder die Wahrscheinlichkeit ist jetzt deutlich höher als bei den letzten Videos, dass wir jetzt fallen, weil auch der Bitcoin-Chart aktuell nicht so wirklich gut aussieht. Ethereum performt zwar gut, ist aber heute über die Nacht auch stark abgestürzt. Deshalb wäre ich da aktuell vorsichtig. Ich würde aktuell nicht traden. Ich stehe an der Seitenlinie, kaufe einfach für mein Portfolio nach. Ich habe ja mehr über die Zeit genug Geld ertradet, dass ich jetzt immer weiter nachkaufen kann. Das ist ja auch meine Taktik. Einfach jetzt zu diesen Tagen, wo wir extrem krasse Sale- oder Rabattaktionen, nenne ich sie gerne, haben. Wir haben jetzt hier von hier oben bis hier unten 53% Rabatt auf VeChain und das ist halt einfach unnormal krass, 53% Rabatt, schlagt da auf jeden Fall zu, beziehungsweise ich kann euch ja keine Garantie geben, ich bin auch kein Anlageberater, ich auf jeden Fall schlage jetzt bei dieser Rabattaktion zu, nicht nur bei VeChain, sondern bei allen anderen Coins und seht das nicht daran, dass die Coins jetzt fallen oder oh, die fallen, das wird in den Keller gehen, sondern es ist eine Rabattaktion, ich kaufe persönlich jetzt bei diesem Rabatt. Und was ich hier noch erwähnen wollte, wenn wir hier oberhalb dieses Level kommen, was über 26 Cent ist, also wo wir hier den Widerstand an diesen drei Punkten hatten, dann werden wir sehr wahrscheinlich wieder steigende Kurse sehen. Bis wir darüber kommen, wird es erstmal was dauern. Essentiell ist erstmal, dass wir die 20er EMA nach oben hin durchbrechen. Und das war es auch soweit von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, drückt gerne den Daumen nach oben hinter. Lasst mir auch gerne einen Kommentar mit dem Coin, den ich hier als nächstes analysieren soll. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und bis dann und ciao.